Ganz Österreich schwitzt nicht nur durch die 30 Grad, sondern durch diese enorme Teuerung. Die Teuerungswelle, die ist ein Teil der Inflation und die Inflation, die ist natürlich auf Rekordniveau. Natürlich muss man schon fast sagen, denn allein im März, da lag sie bei 6,8%, was ebenso ein Rekord war. Dann im April, das wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, lag diese Inflation bei 7,2% und das ist der höchste Wert seit über 41 Jahren, seit Oktober 1981. Die Politik, die arbeitet daran, wirklich auch Lösungen zu finden, denn ganz Österreich leidet tatsächlich darunter. Ich habe auch schon mit vielen verschiedenen Bürgern und Bürgerinnen sprechen dürfen und die haben eigentlich ziemlich unisono gemeint, ja, es ist so, sie leiden darunter und sie merken es in ihrem persönlichen Alltag. Und das spiegelt sich auch mit offiziellen Statistiken wider, denn zum Beispiel Heizöl ist um 100% gestiegen von den Kosten her im Vergleich zum Vorjahr. Das ist natürlich auch ein absoluter Rekordwert für Heizöl und die Tendenz ist leider, das muss man so ehrlich sagen, auch hier stark steigend. Generell ist auch die Tendenz der Inflation so, dass es wohl eher jetzt nach oben gehen könnte noch weiterhin. Es wurde auch von offizieller Seite gesagt, 10% werden es wohl nicht werden, aber es kann tatsächlich noch bis Ende des Jahres bis zu 9% werden die Inflation. Daher werden auch die Rufe immer lauter nach steuerlichen Anpassungen und es ist ja auch Nationalratssitzungen dieses Thema, das wird auch auf jeden Fall aufkommen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem Kaufverhalten der Österreicher und Österreicherinnen, denn das hat sich nun auch geändert. Rund ein Drittel haben angegeben, jetzt nur mehr ausschließlich online einzukaufen und auch rund ein Drittel haben wiederum gesagt, sie wollen auch generell weniger einkaufen. Um das alles jetzt kurz zusammenzufassen, Österreich schwitzt eben nicht nur durch diese Hitze, Österreich schwitzt durch diese enorme Inflation. Von der Politik werden bald Lösungen erwartet, auch wenn es ein internationales Problem ist und es bleibt auf jeden Fall enorm spannend, wie es die nächsten Tage, Wochen und leider sogar auch Monate weitergehen wird.